die Leidenschaft im Moment? Oder ist der Triumph das Ziel? Es fühlte sich an wie die erste Niederlage in meinem Leben. Der Tanz machte mich glücklich. Immer und immer wieder versuchte ich diese Form. Doch ich konnte nicht verstehen, warum sie mir nicht gelingen mochte. Die andauernde Verzweiflung während der Niederlagen machte mich ratlos. Ich musste dem entfliehen und wollte alleine sein. Wut und Ärger, aber auch Unsicherheit befielen mich, denn ich kannte nichts anderes als den Sieg. Der Sieg war für mich etwas Natürliches. Es war dieser Moment, der mich zweifeln ließ. Es war plötzlich so sinnlos geworden. Es war mir unbegreiflich. Immer bin ich Sieger gewesen. Erschöpfung. Ein unbeweglicher Zustand von Leere und Nichts. Ich war verwöhnt vom Erfolg. Trotzdem war in mir diese Wut. Nicht nur wegen der Niederlage, sondern auch wegen meinem Vater. Er konnte mich nicht verstehen. Ich nahm mir das Buch wieder und begann zu lesen. Es half mir, meinen Zweifel besser zu verstehen. Schriften aus einer vergangenen Zeit. Ist es die Ruhe? Ist es Schicksal oder Zufall? Ich wollte mir andere Bücher ausleihen, um zu verstehen. Thank you.
das Buch. Ich nahm es zu mir. Es wirkte magisch. Schriften aus vergangener Zeit. Ich las sehr lange bis spät in die Nacht. Wandlung. Und musste immer wieder an sie denken. War es dasselbe Interesse von ihr an dem Buch wie das meine? Immer und immer wieder musste ich an sie denken. Ich brachte ihr das Buch zurück und begann mich mit ihr zu unterhalten. Ich war überrascht, als ich ihn wiedersah. Sie schien froh zu sein, jemanden gefunden zu haben, mit dem sie sprechen konnte. Er war sehr aufgeschlossen und hatte Verständnis für mich. Von Anfang an verstanden wir uns. Offenbar hatten wir ähnliche Vorstellungen. Er schien froh zu sein, jemand gefunden zu haben, mit dem er sprechen konnte. Die Unterhaltung dauerte sehr lange und entwickelte sich zur Diskussion. Aber plötzlich bemerkte ich etwas, das ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Sie schien ein anderes Verständnis zu haben als ich. Zu bemerken, dass er die Dinge anders sah als ich. Er sah die Dinge so anders als ich. Er schien ein anderes Verständnis zu haben als ich. Sie war ungewöhnlich eingenommen in ihrem Denken. Seine Worte waren so hart. Sie konnte mich nicht verstehen. Er konnte mich nicht verstehen. War es das Richtige, was ich getan habe? Warum habe ich ihn nicht verstanden? Er hatte eigentlich genau das Gegenteil behaupten wollen. Ich brauchte sie nicht mehr. Habe ich nicht verstehen können. Sie hatte eigentlich genau das Gegenteil behaupten wollen.
half mir, mich zu verstehen. Es war wichtig, was er zu mir sagte. Ein Versuch. Nachts. Alleine. Ein letztes Mal. Mit dem Triumph als Ziel. Ich hatte sie verstanden. Dies half mir, mich zu verstehen. Es war wichtig, was sie zu mir sagte. Ich brauchte sie nicht mehr. Im Hier und Jetzt. Die Leidenschaft des Moments. Die Veränderung der Prinzipien. Durch das Verständnis von Wandlung. Und das Aufgeben von Dingen, die uns nahe sind. Für die Gegenwart. Für die Zukunft. Für uns. So können wir besser verstehen, wer wir sind.